Einen wunderschönen guten Tag aus Berlin. Es ist Donnerstag, heute ist der 14. März 2003, nein, 24. Und ja, ich hoffe, es geht euch gut und ihr seid einigermaßen wach. Oh, ich für meinen Teil, weiß ich nicht. Ich klopfe jetzt erstmal los und dann gucken wir mal, wie wach ich wirklich bin. Ja, ich hoffe, euch geht's gut und ihr habt einen angenehmen Start in den Tag. Ihr hattet gestern eine schöne Wochenmitte. Ich für meinen Teil habe gestern nach der Arbeit ein bisschen Elite Dangerous gespielt. Ist schon wieder eine Weile her. Anfang Februar hatte ich, glaube ich, eine Runde gespielt zuletzt. Und gestern haben wir ein bisschen Mining betrieben, sind durch ein Asteroidenfeld geflogen und haben da nach Asteroiden mit Kernen gesucht, die man dann so aufknacken kann, aufsprengt und dann das Material und die Erze und die Gesteinsvorkommen, die da drin sind, irgendwie abbaut. Das war ganz entspannt und ruhig und nach 2 Stunden aber auch ganz schnell wieder rum. Ja, und dann habe ich gestern ein bisschen Serien geguckt. Habe gestern, ich glaube bis um 9:30 auf der Couch gelegen, dann und noch Serien geschaut. Ich habe geguckt Constellation. Das ist ja eine Serie auf Apple mit der ISS-Station. So ein bisschen Science-Fiction-Drama. Dann habe ich nach Jahren, glaube ich, jetzt The Orville, 3. Staffel angefangen. Und die ist auf, ich glaube, Disney Plus, ne? Ja. Und dann habe ich noch eine Folge von Avatar Last Airbender geguckt. Und dann waren irgendwie 3 Stunden rum. So eine Serie geht ja immer so 3/4 Stunde bis ganze Stunde. Dann bin ich ins Bad und dann ins Bett. Ja. Und heute, schauen wir mal. Heute Abend will ich eigentlich streamen, da wird er nicht Serien gekickt. Heute Abend gibt es wieder ein bisschen Banishes. Aber momentan fühle ich mich so ein bisschen zerknautscht, hänge ich ein bisschen durch. Lass mal einen Kaffee gleich reinschütten und dann wird es wahrscheinlich besser. Hoffentlich. Jo, ansonsten, DHL sollte gestern kommen. 10 Uhr hieß es dann, ist in Zustellung. Um 16 Uhr hieß es, wir konnten nicht zustellen, wir bringen es jetzt zur Filiale. Wahrscheinlich zeitlich nicht geschafft, weil geklingelt hat ja China. Jo, das werde ich dann heute nach der Arbeit abholen. Ich muss ein Paket mitnehmen, darf ich nicht vergessen. Ein Geburtstagskind hat zwar erst nächstes Wochenende Geburtstag, aber ich schicke es lieber ein paar Tage vorher. Und das werde ich heute dann nach der Arbeit auch zur Post bringen. Ja, ansonsten gibt es heute eigentlich nichts großartig weiter zu berichten. Noch nicht. Mal gucken, was der Tag so bringt. Die Woche geht, finde ich, relativ schnell rum. Ja. Ja. Wetter ist wieder ein bisschen grau und grau, aber temperaturmäßig wird es immer wärmer. Ne? Wir haben morgen, glaube ich, 17 Grad. Das ist schon frühlingshaft. Vorhersage. 7 Tage da. Na los. Wo sehen wir das denn jetzt? Hallo? Berlin. Heute 14 Grad. Diese Woche. Morgen 18 Grad, aber Regen. Samstag 14 Grad. Okay. Morgen bis zu 18 Grad. Krass. Krass, krass. Und ab 15, 16 Uhr regnet es dann. Na, hoffen wir mal, dass die Wolken und der Regen nicht wieder auf meinen Kopf drücken. Das habe ich ja irgendwie immer mehr, diese Wetterfühligkeit. Schauen wir mal. Ja, gut, das ist es. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Donnerstag. Kommt gut durch den Tag. Lasst euch wie immer nicht ärgern. Und ja, wir hören uns dann spätestens morgen beim nächsten täglichen Vlog. Oder heute am Abend dann beim Stream, wenn ihr mögt. Kommt gut durch den Tag und bis bald. Tschüss.